Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über die Steuerung der Temperatur der Festplatte und der SSD sprechen. Wie man die Temperatur sieht, was die normale Temperatur der Festplatte sein sollte und welche als kritischer angesehen wird, sowie man sie reduziert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Eine Festplatte ist eine der wichtigsten Komponenten eines Computers und Laptops. Die Zuverlässigkeit aller Daten hängt direkt von ihrer Zuverlässigkeit ab. Wie alle Komponenten hat es eine bestimmte Arbeitszeit. Und von großer Bedeutung für diesen Zeitraum ist die Temperatur, auf die es sich während des Betriebs erwendet. Aus diesem Grund müssen Sie die Temperatur von Zeit zu Zeit regeln, insbesondere in der heißen Jahreszeit. Und wenn es notwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu reduzieren. Viele Faktoren beeinflussen die Festplattentemperatur. Temperatur in dem Raum, in dem der PC oder Laptop arbeitet. Das Vorhandensein von Kühlern im Fall der Systemeinheit, Staubmenge, Belastungsgrad und so weiter. Weiter im Video werde ich über die häufigsten Probleme im Zusammenhang mit der Temperatur der Festplatte und der SSD sprechen. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie die Temperatur der Festplatte ermitteln können. Es gibt viele Möglichkeiten und Programme, mit denen Sie die Temperatur Ihrer Festplatte ermitteln können. Wir haben ein detailliertes Video auf dem Kanal, wie Sie die Temperatur der Festplatte, des Prozesses und so weiter herausfinden können. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Zur Temperaturregelung verwende ich das Dienstprogramm AIDA 64. Gehen Sie zur Registerkarte Computer Sensoren. Hier im Temperaturbereich sehen Sie die Informationen, die Sie benötigen. Die Temperatur wird in Echtzeit angezeigt. Bei der SSD gibt es möglicherweise keine Informationen über Ihre Temperatur, wenn kein Temperatursensor eingebaut ist. AIDA 64 ist ein ausgezeichnetes Dienstprogramm, das auf jedem Computer sehr wünschenswert ist. Neben der Temperatur finden Sie Informationen zu fast jedem Gerät und Programm. Es gibt Zugriff auf viele Abschnitte, in denen ein gewöhnlicher Benutzer niemals vom Windows-Betriebssystem selbst erfasst wird. Noch besser werden die Temperatur und der Zustand der Festplatte insgesamt von einem separaten Dienstprogramm überwacht. Dies ist kein einmaliger Start und keine Überprüfung, da AIDA 64 dies ermöglicht, sondern eine ständige Überwachung. Ich spreche von Dienstprogrammen zur Diagnose von Festplatten. Ich habe bereits früher eine ausführliche Bewertung vorgenommen. Ich werde einen Link zum Video in der Beschreibung hinterlassen. Zum Beispiel kann ich ein Dienstprogramm HDD Live empfehlen. Dieses Dienstprogramm überwacht nicht nur die Temperatur, sondern auch die Smart-Messwerte. Sie wird Sie sofort warnen, wenn sich der Zustand der Festplatte verschlechtert und die Gefahr eines Informationsverlusts besteht. Das Dienstprogramm benachrichtigt Sie außerdem, wenn die Temperatur der Festplatte und über die optimale Werte steigt, die Sie sehr praktisch. Sie müssen es nicht mehr ständig unter Kontrolle halten. Das Programm erledigt dies für Sie und benachrichtigt Sie, wenn etwas mit der Festplatte nicht stimmt. Wenn Sie sich entscheiden, die Temperatur unabhängig zu steuern, haben Sie wahrscheinlich eine Frage, wie noch die normale Temperatur für die Festplatte und welche kritisch ist. Im Allgemeinen geben verschiedene Hersteller unterschiedliche Betriebstemperaturenbereiche an. Im Allgemeinen kann ein Bereich von 30 bis 45 Grad Celsius unterschieden werden. Dies ist die normale Betriebstemperatur einer Festplatte. Die Temperatur 45 und 52 Grad Celsius ist unerwünscht. Im Allgemeinen gibt es keinen
keinen Grund zur Panik, aber es lohnt sich bereits darüber nachzudenken. Wenn die Temperatur Ihrer Festplatte im Winter zwischen 40 und 45 Grad liegt, kann sie in der Sommerhitze normalerweise leicht ansteigen, zum Beispiel bis zu 50 Grad. Tatsache ist, dass mit zunehmender Temperatur eine materielle Ausdehnung auftritt, was wiederum für eine Festplatte sehr unerwünscht ist. Bei der SSD liegt die kritische Temperatur um eine Größenordnung höher bis zu 70-80 Grad. Wenn die Temperatur der Festplatte mehr als 45 Grad Celsius beträgt, ist ein Grund zur Sorge die sogenannte kritische Temperatur. Die Lebensdauer der Festplatte reduziert sich bei der Temperatur um eine Größenordnung. Es funktioniert 2-3 Mal weniger als bei normaler optimaler Temperatur. Eine Temperatur unter 25 Grad Celsius ist auch für eine Festplatte unerwünscht, obwohl viele glauben, dass je niedriger, desto besser, aber nicht. Beim Abkühlen verrenkt sich das Material, was für die Festplatte nicht gut ist. Wenn Sie jedoch nicht auf leistungsstarke Kühlsysteme zurückgreifen und Ihren PC nicht in die nicht beheizten Räume aufstellen, fällt die Betriebstemperatur der Festplatte normalerweise nie unter diesen Wert. Wie können Sie die Temperatur der Festplatte senken? Zunächst empfehle ich, in die Systemeinheit oder den Laptop zu schauen und sie von Staub zu reinigen. In der Regel ist ein Temperaturausstieg in den meisten Fällen mit einer schlechten Belüftung verbunden. Kühler- und Lüftungsschlitze sind mit dicken Staubschichten verstopft. Wenn wir über Laptops sprechen, werden sie oft auf ein Sofa gestellt, wodurch sich auch die Lüftungsöffnungen schließen und heiße Luft nicht aus dem Gerät austreten kann. Wir haben ein gutes Video auf dem Kanal darüber, wie man den PC von Staub befreit. Der Link werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Wenn mehrere Festplatten in Ihrem Computer installiert sind, überprüfen Sie, ob sie nahe beieinander installiert sind. Wenn ja, installieren Sie sie so weit wie möglich voneinander entfernt. Tatsache ist, dass eine Platte die andere erwärmt, wenn nicht genügend Abstand zwischen ihnen besteht. Normalerweise gibt es in der Systemeinheit mehrere Fächer für die Montage der Festplatte. Ich würde empfehlen, mindestens ein Fach zu installieren. Wenn sie voneinander entfernt sind, sinkt die Temperatur um 15 Grad. Wenn dies nicht hilft, installieren Sie einen zusätzlichen Kühler zum Blasen der Festplatte. Dies ermöglicht eine gute Abnahme der Temperatur. Für den Laptop können Sie einen speziellen Kühlerständer kaufen. Bitte beachten Sie, dass der Laptop auf einer sauberen, festen, flachen und trockenen Oberfläche arbeiten sollte. Es wird nicht empfohlen, die Defragmentierung der Festplatte zu starten, Torrents aktiv zu verwenden und Prozesse zu starten, die die Festplatte stark laden, bis das Heißproblem behoben ist. Das kann es im Schaden. Wie Hitze die Festplatte beeinflusst, habe ich bereits gesagt. Übrigens werden verschiedene Festplatten unterschiedlich beheizt. Zum Beispiel Platten mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 5400 sind praktisch nicht eine Überhitzung ausgesetzt, im Vergleich zu denen, in denen die Zahl 7200 oder mehr ist. Um die normale Temperatur Ihres Festplattenmodells zu ermitteln, lesen Sie diese Informationen besser auf der Webseite des Herstellers. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Daumen hoch. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.